Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar grüße ich euch zu einem kleinen Opening. Und zwar habe ich mir ein kleines neues Format überlegt, da jetzt in den Kisten von, ja, den Visions quasi Corruption Gear zu 100% drin sein kann, will ich jetzt quasi in dem kleinen Opening ein paar Runs laufen. Ich, keine Angst, nicht die kompletten Runs, ich zeige immer quasi nur die Kisten. Und ja, drückt mir die Daumen, dass irgendwas Gutes drin ist. Also sprich, dass ich hier gutes Corruption-Item kriege oder vielleicht sogar das Toy, was ich am Farmen bin. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. In der großen Kiste müsste ja mein Corruption drin sein. Wir haben jetzt hier einen 470er mit leider einem Scheiß-Corruption-Effekt. Und zwar mit Mastery, auch nur mit 20 Verderbnis. Aber dafür hat es einen Sockel. Vielleicht kann ich das irgendwo mal einsetzen, aber leider nicht für mein Main-Spec. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir jetzt insgesamt gemacht haben. Ich meine, ich habe jetzt fast 5000, ja, fast 5000 von dem Abzeichen haben wir gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den nächsten Durchlauf fertig habe. Und vielleicht haben wir dann ein besseres Item drin. Also 465 müsste das nächste sein und dann dementsprechend auch mit Corruption. So, Runde 2 sind wir durch. Ich hoffe, ich kriege ein gutes Corruption-Item raus und das Toy, weil ich habe jetzt 100 Äpfel am Stück angeklickt. Also das war schon eine geraume Zeit, die ich da jetzt geklickt habe. Ich hoffe, das stimmt, was die Leute auf WoW Head behauptet haben wegen dem Toy. Und? Ah, es ist tatsächlich richtig, das Apfeltoy ist drin. Sehr schön, hätten wir das auch schon mal weg. Und was haben wir jetzt hier gekriegt? Lernritual, das ist natürlich auch nicht so geil. Was kriegen wir da? Wir kriegen quasi alle Sekundärstats 20 Sekunden um 33 erhöht. Na nee, gut. Und zwei weitere Verbündete in der Nähe. Ja gut, aber Lernritual ist leider auch kein gutes. Aber wir haben ja quasi jetzt in der nächsten Chance noch ein 360er-Item und wenn das vernünftig proc't, ne, dann beschwere ich mich tatsächlich auch nicht. Und dann sehen wir uns quasi gleich wieder. So, da, Leute, dritte Kiste. Mal gucken, ob wir diesmal ein vernünftiges Corruption-Item drin haben. So langsam komme ich auch meinem 15er-Rücken ein wenig näher. Und was haben wir? Einen Gürtel und zwar Tentakel beschwören. Oh, das ist eigentlich. Das war bis letzte Woche gut im PvP tatsächlich, aber leider haben sie das genervt. Und die können jetzt im PvP, glaube ich, nur noch alle 10 Sekunden proccen, also keine Multiprocs mehr. Schade auch. Bis vor letzter Woche hätte ich gesagt, nettes Teil. Muss ich mal te testen, vielleicht taugt es trotzdem noch ein bisschen im PvP. Mal schauen. So, dann sind wir beim Run Nummer 4. Gucken wir mal, was wir diesmal so drin haben. Auf jeden Fall müssten meine beiden Seiten drin sein. Und ich hoffe mal ein vernünftiges Corruption-Item. Noch eine Taille. Lifesteal. Blizzard, ich hasse dich. Zwar jetzt viermal quasi ins Klo gegriffen. Aber einen Haufen Pets habe ich gekriegt. Und zumindest ist mein Umhang jetzt fertig. Was für ein Item-Level war das jetzt? Das ist jetzt schon 4,55, ne? Morgen kann ich dann theoretisch noch eine machen. Dann habe ich nur noch einen 4,50er. Naja. Gut, habt gesehen. Haufen Corruption-Gear. Leider aber nicht viel, was ich brauchen kann. Das war's mit dem kleinen Opening. Euchela, bis zum nächsten Mal. Ciao.